Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Kurier-Talk. Unser Gast ist heute Herbert Lackner, langjähriger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil, ehemaliger, und Autor vieler Bücher, die sich um politische, historische, zeithistorische Themen drehen. So auch sein neuestes mit dem Titel Als Schnitzler mit dem Kanzler stritt. Sie haben das genannt, eine politische Kulturgeschichte. Es ist eigentlich eine Geschichte der Kulturkämpfe der letzten ungefähr 100 Jahre, beginnend mit dem Reigen-Skandal. Ist das vielleicht überhaupt eine bessere Art, Geschichte zu erzählen? Geschichte als Abfolge von Kulturkämpfen, ist das vielleicht wichtiger als sozusagen das, was sozusagen tagespolitisch auf den politischen Seiten der Zeitungen steht? Ist das eigentlich geschichtsmächtiger, was da im Hintergrund abgeht? Nee, es lässt sich Zeitgeschichte anhand der sogenannten Kulturkämpfe erzählen. Ich habe den Begriff vermieden, weil der Kulturkampf ursprünglich ein Begriff war für den, mit der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat im Deutschen Reich Bismarcks. Da wollte ich genauer sein und wollte eben diesen Begriff da nicht hineinbringen. Aber es lässt sich, ja, es lässt sich, um auf die Frage zurückzukommen, es lässt sich die Geschichte erzählen, auch anhand der Kulturkämpfe. Ich habe ja eine Trilogie über Flucht und Vertreibung geschrieben in den vergangenen Jahren. Und es lässt sich die österreichische Geschichte oder die Geschichte jedes Landes natürlich auch anhand von der Geschichte von Vertreibung und Flucht erzählen. Das geht. Und es ist dann auch vielleicht eingängiger, als wenn man immer nur die Lebensdaten von Politikern und die Regierungszeiten herunterbetet. Was mir aufgefallen ist, das Buch endet zunächst einmal mit 2008, also wenn man so will, mit dem Tod Jörg Haiders, könnte man auch sagen. Sie haben dann noch einen Epilog, zu dem kommen wir dann auch noch. Aber seit 2008 sozusagen ist da die Luft irgendwie draußen. Gibt es diese klassischen Kulturkämpfe, wie gesagt, von Reigen über Josephine Baker bis Heldenplatz, ist da irgendwie die Luft draußen? Naja, wer würde heute noch ein Theater stürmen, weil da drinnen der Reigen gespielt wird? Ne? Wer würde heute noch Kinos stürmen, erpost, wie es in den 50er Jahren noch passiert ist, weil da drinnen in einem Film Frauen in Unterwäsche zu sehen sind, wenn sich heute jeder Schüler in der Zehnerpause 25 Pornofotos aufs Handy laden kann? Also diese Zeiten sind vorbei, das ist von der technologischen Entwicklung überrollt worden, von der gesellschaftlichen Entwicklung überrollt worden. Gott sei Dank werden heute keine Theater mehr gestürmt. Und die Zeiten sind über vieles hinweggegangen. Als gegen den Heldenplatz Thomas Bernhards Stück protestiert wurde, als das 1988 im Burgtheater aufgeführt wurde, als man damals eine Fuhre Mist vor dem Theater ablud, ja, da war der Krieg gerade ein bisschen mehr als 40 Jahre her. Es haben noch viele Leute gelebt, die Nazizeit miterlebt haben und die Nazizeit mitgestaltet haben auch. Na, heute lebt niemand mehr. Heute sind weitere 40 Jahre oder 35 Jahre ins Land gezogen. Also da ist die Zeit darüber hinweggegangen. Heute gibt's eben, haben Kulturkämpfe unter Anführungszeichen eine andere Form angenommen. Sie schreiben das Ganze als einen großen Bogen zu einem einzelnen Kapitel, aber Sie sagen selber, es ist eigentlich eine durchgeschriebene Geschichte, die Sie sozusagen an mehreren Markierungspunkten festmachen. Das Ganze zielt sozusagen sehr stark auf Kontinuität ab. Jetzt gibt es zwei Themen, wo diese Kontinuitätsfrage sehr umstritten ist. Das eine ist sozusagen zwischen der Dollfuss-Zeit und der NS-Zeit. Bei Ihnen sind die Gemeinsamkeiten meines Erachtens stärker herausgearbeitet als das, was die beiden trennt. Die Diskussion entzündet sich auch immer wieder am Begriff Austrofaschismus. Ist der berechtigt oder ist sozusagen Dollfuss eher sozusagen der gemeinsame Feind von Sozialdemokraten und Nazis gewesen? Also hier die Frage zwischen Kontinuität und Bruch. Sie sehen eher die Kontinuität und das Gemeinsame zwischen den beiden. Na, Dollfuss war sicher der gemeinsame Feind von Nazis und Sozialdemokraten aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ne? Also die Sozialdemokraten bekämpften ihn, eigentlich bekämpften sie ihn eh nicht. Also sie haben gewartet, was passiert, weil er das Parlament aufgelöst hat 1933 im März und dann die Partei zerschlagen hat im Februar 1934 und alle ihre Zeitungen und Organisationen verboten hat. Das war der Grund. Die Nazis bekämpften ihn, weil er auf die Eigenstaatlichkeit Österreichs pochte und die Nazis den Anschluss ans Deutsche Reich wollten, ungebrochen,
Vorher wollten das ja alle Parteien, aber die wollten es dann halt auch noch, und zwar an Hitler-Deutschland. Also das waren die Gründe. Die Kontinuitäten in die beiden Regime, jenes von Dollfuss und Schuschnigg und jenes von Hitler in Deutschland, waren natürlich äußerst unterschiedlich in der späteren Ausformung und in der Brutalität und in vielen anderen Bereichen auch. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man da alle Unterschiede aufzählen würde. Die einen, ich habe das eh geschrieben im Buch, die einen beriefen sich auf irgendein mythisches Germanentum und die anderen auf das, was sie unter Christentum und katholischer Kirche verstanden haben. Aber in einem Punkt waren sie sich ziemlich einig, das war die Kulturpolitik. Und es ist ja kein Zufall, dass die großen Autoren der Zeit des Austrofaschismus, ich nenne es ungebrochen so, auch dann die großen literarischen Helden in der Nazizeit waren, Ginzke, Wagerl und so weiter. Und dass die dann in der Zweiten Republik auch wieder die Staatspreise für Literatur eingeheimst haben, zeigt schon sehr merkwürdige Kontinuitäten, gerade auf diesem Gebiet. Was in der Diskussion auch immer wieder eingewandt wird, ist, dass es jedenfalls in Teilen der Sozialdemokratie auch eine erkennbare Anfälligkeit für braune Versuchungen gegeben hat. Dass sozusagen also da eine gewisse Nähe auch zwischen, wenn man so will, nationalen Sozialisten und Sozialisten bestanden hat, die eben noch einmal im Austrofaschismus oder im Ständestaat den gemeinsamen Feind gesehen haben. Ja, also das mit dieser Geschichte, diese Geschichte muss man sich schon ein bisschen genauer anschauen. Woran kann man das messen? Am besten misst man sowas mit Wahlergebnissen. Ne? Da ist am leichtesten. Nun fanden nach 1933 bekanntlich keine Wahlen mehr statt. Dollfuss hat sie verboten übrigens. Übrigens am 10. Mai 1933, am Tag der deutschen Bücherverbrennung, hat Dollfuss in Österreich per Erlass alle weiteren Wahlen verboten. Es gab aber 1932 noch eine Wahl in Wien und in vier Bundesländern, aber in Wien lässt sich das am besten politisch und von der Wählerschaft her verorten. Weil die Bezirke doch relativ klar sozial definiert sind und damals noch klarer definiert waren. Die NSDAP hat bei diesen Wahlen, 1900, Landtagswahlen in Wien 1932, 17% in Wien bekommen. Mhm. Mit Abstand die stärksten NSDAP-Bezirke waren die Bezirke 4, Wien-Wieden, 8, Josefstadt und 18, Währing. Also bürgerliche Bezirke. Das sind tiefbürgerliche Bezirke. Ihre schwächsten Bezirke, wo sie also ganz, ganz, ganz wenige Stimmen nur bekommen haben, waren Simmering und Favoriten. Mhm. Also zwei klassische Arbeiterbezirke bis heute. Mhm. Also das zeigt, dass also bis 1932 und bis dahin konnte man es messen, es keinerlei Sympathien von der Arbeiterschaft oder der klassischen sozialdemokratischen Wählerschaft für die Nationalsozialisten gab. Ob dann nachher in der Illegalität einige zu den Nazis übergelaufen sind, viele sind auch zu den Kommunisten übergelaufen, das kann man quantitativ jetzt nicht verorten. Das wird schon so gewesen sein. Aber bis 1932 und bis zum Ende der Demokratie in Österreich war es nicht so. Eine andere Frage ist die der Kontinuität zwischen Vor- und Nachkriegszeit. Sie zitieren Lernet Holen ja quasi als Stellvertreterin für die Staatsräson, wie Sie es nennen, nach dem Krieg, nämlich einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Nicht ganz korrekt zitiert, aber sinngemäß zitiert. Jetzt ist es aber doch so, dass viele der Leute, die führende Positionen in der Zwischenkriegszeit hatten, genau nicht mehr dort weitermachen wollten nach dem Krieg, gerade jene aus dem katholisch-christlich-sozialen Bereich. Ich nenne Karl-Maria Steppan oder der von Ihnen auch mehrfach genannte Friedrich Funder, die haben immer genau nach dem Krieg erkannt, dass man eben nicht mehr dort weitermachen kann und dass man sozusagen einen Neuanfang suchen müsste. Also gibt es da nicht vielleicht auch einen gewissen Bruch? Es waren die Kontinuitäten zwischen der Zeit 34 bis 38 und in der Zeit nach 1945 personell sehr stark. Ich habe das in einem anderen Buch, nicht in diesem, weil da jetzt nicht hineingepasst, aber in dem Buch Rückkehr in die fremde Heimat beschrieben. Es sind viele wichtige Positionen im Staat, vom Verfassungsgerichtshof bis zu Ministerien, besetzt worden mit Funktionären des Ständestaats.
Also da gab es absolute Kontinuitäten. Mhm. Also bis auf wenige, und einige sind ja auch tatsächlich ermordet worden oder haben Selbstmord begangen, einige der Repräsentanten des Ständestaats, aber bis auf wenige sind alle wieder in staatliche oder halbstaatliche Ämter gekommen, sehr viele. Ja? Schuschnigg nicht, Schuschnigg ist emigriert in die USA nach dem Krieg. Also da gab es Kontinuitäten. Im Denken gab es einerseits diese Kontinuitäten und andererseits natürlich auch die Verpestung der Köpfe durch den Nationalsozialismus. Das hat dann noch lange nachgewirkt. In dem schon erwähnten Epilog stellen Sie rhetorisch die Frage, ob vielleicht das, was heute unter Cancel Culture, Wokismus etc. subsumiert wird, ob das gewissermaßen ein Kulturkampf von der anderen Seite unter umgekehrten Vorzeichen sein könnte, also Zensur von links mit Fragezeichen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beantworten Sie die Frage eher mit eher Nein, aber manches ist überzogen. Ja, manches ist absolut verrückt. Ne? Also warum soll man nicht den Begriff Frauen verwenden, sondern Menschen, die menstruieren? Also das ist ja irgendwie, und man soll nicht Vater und Mutter verwenden, also das ist natürlich völlig verrückt. Und da wird weit übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht sogar mit einer guten Absicht, ja, aber ich erkenne die, hinter diesem ganzen Blödsinn erkenne ich die gute Absicht kaum mehr. Ich habe einige Beispiele geschrieben, wo man natürlich abwägen kann. Es ist, als ich gelesen habe in der Zeitung im Sommer 2022, dass in den USA heuer nicht am 4. Juli, also am Unabhängigkeitstag, vor den großen Feuerwerken, so wie sonst immer, Tschaikowskis Ouvertüre 1812 gespielt wird. Die ist immer, Sie kennen die Musik, bombastische Musik, die ist da immer gespielt worden und dann hat es diese Großfeuerwerke in vielen amerikanischen Städten gegeben. So, und das ist voriges Jahr nicht mehr gemacht worden, weil Tschaikowski bekanntlich aus Russland gekommen ist. Es schaut auf den ersten Blick verrückt aus natürlich, weil was kann Tschaikowski für Putin? Ne? Also der war schon seit 60 Jahren tot, als Putin geboren wurde. Aber Tschaikowski besingt oder bespielt in dieser Ouvertüre 1812 den Vormarsch und den Sieg der russischen Armee auf dem Gebiet der heutigen Ukraine im Jahr 1812 eben gegen Napoleons Truppen. Also das lässt sich dann zumindest diskutieren und da lässt sich dann zumindest ein sachlicher Grund drin finden. Wo ich keinen sachlichen Grund finde, beim besten Willen, ist, wenn ich jetzt Winnetou nicht mehr verlege oder wenn ich irgendeine Seniorinnen-Tanzgruppe nicht mit Sombreros auftreten lasse, weil das kulturelle Aneignung sei, weil die kommen ja schließlich nicht aus Mexiko. Also das ist natürlich ein Blödsinn. Ist nicht ein Unterschied auch zwischen den heutigen Kulturkämpfen und den früheren, dass die nicht mehr auf den Feuilletonseiten und Kommentarseiten der klassischen Medien geführt werden, sondern im Wesentlichen weitgehend unredigiert, wenn man so will, in den sozialen Medien? Gibt es denn nicht auch eine ganz andere Dimension noch? Ja, alles bekommt durch die sozialen Medien eine völlig andere Dimension. Also die sozialen Medien haben schon bis jetzt und in der kurzen Zeit, in der sie existieren, und es gibt sie ja noch nicht lange, ja alles durcheinander gewürfelt. Man muss sich ja nur vorstellen, dass Zeitungen, also die papierenen Zeitungen, denen wir beide gearbeitet haben oder arbeiten, die gibt es seit etwa 350 Jahren. Und das gibt es in Form von Handys, wo man die alle abrufen kann, gerade seit 10, 15 Jahren. Ja? Und schon ist alles wahnsinnig anders. Und das wird sich natürlich noch beschleunigen. Das ist ganz klar. Und dadurch sind viele Sachen, wie ich da beschrieben habe, auch obsolet geworden. Wie gesagt, also, niemand stürmt mehr ein Kino, weil da Damen in Unterwäsche im Film vorkommen. Ne? Das wäre lächerlich. War damals auch lächerlich, nicht ganz nebenbei. Aber da muss man sich noch auf einiges gefasst machen. Ob das alles positiv wird, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, da muss man halt damit umgehen lernen. Abschließend, was wäre sozusagen das Resümee, was Sie den Lesern mitgeben wollen? Eher eine Besorgnis, wie entwickelt sich das weiter? Oder soll der große Bogen auch ein bisschen das Ganze relativieren und sozusagen vermitteln, beruhigt euch wieder? Weder noch. Ich wollte Geschichte erzählen. Ich glaube, dass man Geschichte ja erzählen soll. Das ist am Beginn des Interviews gestanden, die Frage. Ja, ich glaube, man soll Geschichte erzählen. So kann man sie weit besser vermitteln, als wenn da jemand steht am Pult und doziert. Wir alle haben schon Bücher
in der Hand gehabt und versucht, uns da durchzukämpfen, Sachbücher, wo man ermattet nach 4 Seiten herniedersinkt, weil es nicht zu lesen ist. Ich habe versucht, das anders zu machen, nämlich so, dass man es lesen, gut lesen kann und dass die Geschichte erzählt wird. Und das wollte ich damit bezwecken und daneben halt auch zeigen, nein, Antisemitismus ist keine Erfindung der Nazis, das gab es früher auch schon. Gewalt gegen Kulturschaffende ist keine Erfindung der Nazis, das gab es früher auch schon. Und die Nazis haben Bücher verbrannt und bald darauf hat man auch in Österreich Bücher verbrannt. Also das ist jetzt nicht eine nationale Eigenschaft der Deutschen, sondern das können wir auch, diesen Blödsinn. Darum ist es mir eher gegangen. Gut, herzlichen Dank. Okay. Und ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und bis zum nächsten Kurier-Talk. Auf Wiedersehen.